Guten Morgen, wir sind in dem beschaulichen Ort Sauszens und sind beim Armand zu Gast. Und wir durften heute oder gestern das Zelt in dem Garten von ihm aufschlagen, durften hier auch duschen und ja, bleiben heute noch hier, weil es soll die nächsten 2 Tage gewittern und schlechtes Wetter sein. Und ja, wie ihr hinter uns seht, haben wir da das Zelt aufgeschlagen im Garten. Und wir werden heute unsere Fahrräder reparieren, also sauber machen, vom Dreck befreien und, und. Also mal richtig, richtig Zeit nehmen für die Fahrräder und die reinigen. Wir werden heute zusammen einkaufen mit dem Armand. Wir haben ja zum Glück unser Handy und die Übersetzer-App DeepL. Mit dieser können wir uns unterhalten. Das ist total wunderbar. Und ja, wir laden ihn je nach Situation heute zum Essen ein für diese große Geste und bedanken uns damit natürlich sehr, dass wir bei ihm auf dem Grundstück schlafen konnten und dürfen und auch hier bleiben dürfen noch. Er war selber Radfahrer als Junge und kennt diese Situation, hat bei Bauern in der Scheune geschlafen und. Also er ist total nett und freundlich und hilfsbereit und ist schon ein älterer Mann. Hat halt hier seine Frau verloren, auf dem Friedhof liegt sie, wo wir halt waren, wo wir ihn kennengelernt haben und er uns mit Wasser aushelfen wollte. Und ja, eine super Geschichte auf jeden Fall. Und da kommt mein Schatzi. Guten Morgen auch von mir. Guten Morgen. Und ja, dazu dann später mehr, sobald wir die Erlaubnis dazu haben. Und ja, wünsche mal, wie gesagt, erstmal allen einen wunderschönen Start in den Tag. Uns geht's gut. Es hat hier gestern mega gewittert, also nicht bei uns direkt über den Kopf, aber auf dem Meer. Ich habe mal ein paar Videos gemacht aus der Ferne, also ich hoffe, man kann es sehen, aber es ist ein, also das war ein Schauspiel. Also wäre man da näher dran gewesen, also das war wirklich ein Blitzen ohne Ende. Also es war hintereinander weg, so richtig wie so eine Stroboskop-Sache, also richtig wahnsinnig viele Blitze, aber es war zum Glück weit weg, es kam nur ein kleines bisschen über uns. War aber nicht dramatisch. Also das, was da hinten zu sehen war, das hätten wir nicht gerne über uns gehabt. Also, puh. Habe ich noch nicht gesehen im Live. Also war wirklich ganz schön atemberaubend, aber zum Glück aus der Ferne. Ich habe ein bisschen die Kamera mal drauf gehalten, dass ihr ungefähr seht. Also das mache ich dann in den Video von gestern mit rein. Und ja, jetzt heißt es erstmal Kaffee trinken, frühstücken und einkaufen gehen. Und ja, noch ein bisschen unseren Amant kennenlernen. Ja, alles klar. Erstmal bis später. Danke. Ciao.